Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Undead Incorporated. Ja, als erstes müssen wir mal ganz kurz auf die Pause gehen, denn ich muss mal hier schauen, wir haben bestimmt was zum Verkaufen. Genau, Wellspring Eigenmarke und das flackert schon wieder so doppelt, ich muss das nochmal neu machen. Das sieht nicht schön aus. So, dann machen wir das so. Okay, ich nehme es gleich mal an, wir haben 13, die wir brauchen, 41 auf Lager. Wir unterschreiben den Vertrag und verkaufen es. Vertragsauslieferung erfolgreich. Dann haben wir Velsin, da bekommen wir, ja, 1, das sind 5, das sind 6, 7, über 750 pro Velsin. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne, Velsin, wir gucken mal. Die bringen normalerweise 500, also gut 50% mehr, Pi mal Daumen, ja. Das sind ja 12.000 sind 750, ne? Da gucken wir mal. Ja, das ist sogar ein bisschen mehr. Das sind noch mal so 800 ungefähr. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Es sind natürlich jetzt alles kleine Beträge. Das Große ist natürlich hier die Gladiator, was wir erforscht haben, aber haben wir halt nicht. Ich würde sagen, wir Vertragsauslieferung erfolgreich. liefern das aus und das beides haben wir leider nicht. Kampffilm, ja. Na gut, dann ist es halt so, ne? Wir können nicht alles haben, aber wenn wir genug Zeit haben, aber es sieht nicht so aus, denn wir stehen hier mittlerweile. Polizei. Ja, da müssen wir, glaube ich, mal eine kleine Spende machen, ne? Ja. 10.000 haben wir leider auch eingebüßt durch den Raum hier, den ich wieder abgerissen habe, aber was willst du machen? Irgendwie, ne, das war mir zu offensichtlich, weiß ich nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, für was man sonst verwenden können. Müssen wir mal gucken, ne? Weil Pflanzenforschung ist ja eigentlich nur nichts unbedingt Illegales, ne? Aber gut, so ist es halt. Gut, unser Forscher hier, der hat sich mittlerweile erholt. Und ich würde den jetzt trotzdem mal hier runterschicken. Ja. Dass er sich immer drum kümmert. Ein bisschen Ausdauer hat er ja. So, Verschwörungstheorien. Eine Gruppe von Verschwörungsfanatikern hat sich in einem Forum über unser Franchise ausgelassen. Zwischen Beiträgen zu Echsenmenschen und zur Erde als Scheibe findet sich ein Tweet dazu, was wir abartige Bio-Ungetüme erschaffen. Dass wir abartige Bio-Ungetüme erschaffen. Wie sollen wir reagieren? Einen DDoS-Angriff finanzieren? Was macht denn das? Kostet 4.000, Zivilverdacht minus 10. Den schlechten Ruf nutzen. Schwarzmarktaufträge plus 2. Weiß ich nicht. Ist natürlich Geld, ne? Zivilverdacht plus 5. Ich nehme das mal mit die Aufträge, denn ich gehe davon aus, dass wir hier sowieso nicht mehr lange hantieren. So, Forschung. Ist hier noch Biomasse zu holen? Komm, dann gehen wir hier hin und holen wir noch ein bisschen Biomasse raus. Nee. Ist hier keine Biomasse mehr? Oh, wow. Leichen im Keller. In den Medien kursieren Gerüchte, dass Kenensira, einen ihrer Arbeitskräfte aus dem Bereich Forschung bei einem vorherigen Arbeitgeber wegen unethischer Praktiken gefeuert worden sei. Einerseits könnte das für uns von Vorteil sein, andererseits könnte der Verbleib der Arbeitskraft aber eine unerwünschte Aufmerksamkeit der Medien erregen. Oh, wisst ihr seid aber auch, ne? Kennen Sira, ich weiß nicht mal, wer das ist. Das wäre immer noch cool, wenn die noch eingeblendet werden würde und was sie macht, in was für ein Bereich sie ist, ne? Dass du sagen kannst, okay, ja, ich habe sowieso genug Sicherheitskräfte, die kommt aus der Sicherheitsbranche, kannst du kündigen, ne? Das wäre jetzt irgendwie noch so ein bisschen besser. Ich behalte die trotzdem mal. Aber der baut hier nichts mehr ab. Ach, der braucht Drohnen oder was? Ach, ja, na, dann hol dir mal Drohnen oder was du auch immer brauchst. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Jetzt heißt es trotzdem, wir müssen an Geld kommen. Ich brauche hier drüben ein paar Arbeitskräfte. Würde ich mal ganz gerne kurz einstellen. Ich brauche also jemand. In der Verwaltung ist das. Das ist Verwaltung, ja. Also da brauche ich jemand, der dort an der Dings das ausgibt. BB. Ja, die sind alle irgendwie gut, ne? Nachteule. Nachts wird weniger Ausdauer verbraucht, tagsüber mehr. Schwarzseher. Wow. Ich nehme mal die Nachteule vielleicht. Ja, nehme ich mal. Kann ich nicht einstellen. Warum? Weil wir nicht genug Platz haben. Supi. Da war wieder das Problem, was ich nämlich hatte. Ja.
Ich kann nämlich hier auch nichts einstellen. Oh, das ist aber auch jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Und hier unten kann ich ja auch nichts bauen, weil ich hier unten nichts habe. Schlecht. Ganz schlecht. Echt schlecht. Da habe ich die Räume gebaut und kann sie nicht nutzen. Das ist nicht so prickelnd. Jetzt lass ich mir mal ganz kurz überlegen. Die Produktionsräume. Ja, die sind irgendwie sind die ja cool. Aber ich glaube, ich habe dann Fehler gemacht. Ne? Sind wir ehrlich? Ja. So, dann recyceln wir die mal und ich lasse es laufen. Konstruktion abgeschlossen. Na, siehst du. Gut, dann machen wir einen neuen Raum hier. Da brauche ich erstmal ein Schlafquartier. Halt. Bauen. So, haben wir. Ja, und das Operationsliste weiß ich. Aktualisiert. Das weiß ich noch nicht, was ich mit dem Raum mache, aber da machen wir auf alle Fälle noch ein Schlafquartier. Das ist erstmal das, was wir brauchen. Gut, dann haben wir schon mal das. Hm, jetzt weiß ich nicht, hat der was geholt hier? Unser Forscher? Konstruktion abgeschlossen. Ist das unser Forscher? Nee. Ah, hier ist er. Jetzt holt er sich wirklich Drohnen, ne? Das ist ja mal krass. Wie viel nimmt er denn mit? Eine. Okay. Nee, geh mal da runter. Hör mal auf jetzt. Genau. Ah, der braucht eine Drohne dafür. Okay, das muss man natürlich wissen, ne? Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Ja, mit dem Raum werden wir sehen, was wir machen. Und ich werde jetzt mal gucken, ob wir noch irgendwie Verträge, Richtlinien hier bei der Polizei eine Spende machen. Alter, wie viel kommt die denn dann? Spenden Sie Gelder für die Pensionskasse der Polizei. Rechtsklick. Risiko muss niedrig, mittel, hoch oder kritisch sein. Polizei. Da müssen wir mal was tun auf jeden Fall. So, okay. Dann machen wir mal Richtlinien. Hier Kohle raus. Richtlinie jetzt in Kraft. Ja. So. Lean Lab Abläufe. Was ist denn das? Beliebiges Labor gebaut. Die Forschungsgeschwindigkeit erhöht sich stark. Volle Kooperation. Polizeieskalation unwahrscheinlich auf Kriegsfuß, muss inaktiv sein. Okay. Crunch-Phase. Krass. Okay. Kulanzpreise. Okay, auf Kriegsfuß. Sorgfaltspflicht, Logistikzentrum gebaut, Einfluss von Schwarzmarktaufträgen auf den Verdacht ist geringer. Mhm. Die Verkaufspreise und die Anzahl von Schwarzmarktaufträgen, 2500 kostet das. Mhm. Polizeispende haben wir. Menge und Preise von Schwarzmarktaufträgen werden reduziert, dafür erzeugen sie weniger Verdacht. Ja, finde ich jetzt, Richtlinie jetzt in Kraft. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aus dem einfachen Grund, es macht uns einfach möglicher, vielleicht die Schwarzaufträge zu erfüllen. Müsste man mal drüber nachdenken, das werden wir auch dann in der nächsten wahrscheinlich sehen. Gut, okay, ich habe jetzt, das Ding ist hier gebaut, sehr gut, dann können wir jetzt die Leute einstellen. Ich brauche also hier einen Verwaltungsangestellten oder Angestellte. BBB, wir nehmen den, einstellen, ja. Ich brauche zwei Ärzte. Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme den einen von hier drüben. Einen Arzt nehme ich von hier drüben, der dann bestimmt hier irgendwo... Der Personaltransport ist eingetroffen. Gesundheit, jawohl. Da schauen wir mal rein. Leer, Schwarzseher, also Schwarzseher will ich nicht haben. Nachteule finde ich gut. Nehmen wir mal, stellen wir ein. So, du bist hier. Komm mal her. Genau, du bist derjenige, der da eigentlich hierhin jetzt geht, ne? In die Apotheke. Der Personaltransport ist eingetroffen. Ja, sehr gut. Also die finden dann auch selber ihren Weg. Das finde ich schon mal sehr prickelnd.
Das ist der erste Arzt und jetzt kommen auch die ersten Kunden. Also das heißt, unser Geld geht wieder nach oben. So, Leiche gefunden. Oh Gott. Kommensiere in einer ihrer Arbeitsstunden aus dem Bereich Forschung hat bei Sammeln von Biomasse menschliche Überreste im Müll gefunden. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Opfer der örtlichen Banden. Wir könnten die Polizei verständigen oder die Leiche vielleicht andersweitig verwenden. Kontostand plus 8, Polizeiverdacht minus 5. Ist natürlich eine feine Sache, aber ich glaube, ich nehme die Biomasse. Wir müssen mal gucken, ne? So, also der Arzt geht auch nach oben. Jetzt wäre natürlich cool, wenn ich den zweiten Arzt jetzt noch rauspicken könnte. Und das werden wir mal machen. So. Wo auch immer, sie war hier schlafen. Der ist noch am Pennen. Und der macht auch irgendwas. Ja, das ist eben jetzt genau das Problem, wo ich nicht weiß. Wer ist jetzt wo eingeteilt, ne? Also doppelte Belegung führt immer zu Problemen irgendwie. Operationsliste aktualisiert. Ja, das ist leider so. Wo rennst denn du jetzt hin? Ich vermute mal, du gehst jetzt hier hinter, ne? Musst du dich... Ne, du bist ein bisschen erschöpft. Ja, du gehst erstmal schlafen. Aber weißt du was? Ich möchte dich eigentlich erstmal hier hinten haben. Und du kannst dann hier hinten irgendwo pennen. Neues Personal. Ah, so funktioniert's. Verfügbar. Sehr gut, so funktioniert's. Dann war das die richtige Wahl. Okay, der sollte jetzt irgendwo hier hinterrennen. Genau. Ja, den Raum, den müssen wir erstmal lassen hier, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, hier oben würde der irgendwann mehr entdeckt werden, als das uns lieb ist. Gut, Geld kommt rein. Die machen also jetzt noch mehr Tramram. Das ist auch sehr gut. Produktion müssen wir mal gucken. Was haben wir denn an Sachen noch da? Therapiemittelproduktion gestartet. So. Was haben wir denn hier noch? Dieses Zeug könnten wir erforschen. Geht das? Wir hätten es jetzt da, ne? Dann mach mal die Forschung im Gange. Die Forschung dafür, genau. Okay, du hast hier... Ja, du hast hier den Typen gefunden, ne? In dem Müll. Ah, ist egal. Ja, ich weiß Unfall, gar nicht, wie viel haben wir denn noch? Zwei Tage, 190.000er. Das wird eine Hausnummer. Jetzt bin ich gespannt, ob hier mal ein Techniker kommt. Was ist mit dem? Gesundheit. Hast du denn hier einen Raum? Jetzt hast du einen. Okay, also wie gesagt, hier werden automatisch diese Drohnen produziert. Die müssen es dann einfach Unfall. Nur abholen. Labor kontaminiert. Die Techniker, ne? Das muss dann einfach von alleine laufen. So, da ist die Sicherheitskraft. Hatte ich denn eigentlich noch mehr Sicherheitskräfte eingestellt? Nee, ne? Doch, hier laufen sie. Siehst du, läuft auch. Gut, hier oben war dieses andere Labor. Da weiß ich gar nicht, was man da so... Also hier dieses Lager. Verwendung 0. Da haben wir nichts in Produktion dafür, ne? Das war nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber okay, so ist es halt. Und hier haben wir die Unterkünfte und hier haben wir die anderen Unterkünfte. Also das passt. Und hier... Ja, die Ärzte, die machen schon wieder Feierabend. Sehr gut. Habe ich denn hier... Steht er noch an der Haltestelle? Der ist doch von uns allein hier hingelaufen, ne? Ja, im Moment ist es halt gerade schlecht. Dann ist es so. Gut, ich schaue mal, was die Produktion macht. Die läuft hier, wenn sie so ist. Und wir schauen mal in die Schwarzmarktabteilung. Da haben wir gerade nichts. Dann schauen wir hier mal rein. Sollte eigentlich ein bisschen gesunken sein, wenn ich mich recht entsinne. Ist aber nicht der Fall. Zivilverdacht, okay. Medien, eieieiei. Medien, da sind wir ja gar nicht gut zu sprechen. Können wir denn hier irgendwie Operationen, interne Ermittlungen in 12 Stunden, Dauer 12 Stunden, Abklingzeit 0, spült illoyales Personal auf, spürt, meine ich, nicht spült. Versuchen Sie durch Befragung, Überwachung und andere Mittel illoyales Personal ausfindig zu machen. Decken Sie Bedrohungen für Ihren Betrieb auf. Befragen Sie private Anschauen durch Bedrohungen für Ihr Unternehmen. 6 Stunden. Aktualisieren Sie Auswahl an Kandidaten, die Sie einstellen können. Beauftragen Sie ein Personal... Beschaffungsfirma damit, geeignete Kandidaten für Stellen zu finden. Das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Operation im Gange. Ja, müssen wir mal gucken. Genau. Gut, was haben wir hier noch? Ausrüstung. Ja, da haben wir nicht viel, ne? Eigentlich haben wir gar nichts an Ausrüstung. Ja, gut. Und Richtlinien. Wir müssen nochmal gucken, dass wir hier was bringt uns das denn? Negativer Effekt, die Einnahmen durch Therapiemittel sinken leicht. Positiver Effekt. Komm, wir machen Richtlinie jetzt in Kraft. Machen das jetzt mal.
Personalausdauer wird stark erhöht. Personalkompetenz wird stark reduziert. Volle Kooperation. Okay. Die Forschungsgeschwindigkeit erhöht sich stark. Labore verschleißen deutlich schneller. Einstellungen Boost-Forschung. Wartung. Gesundheitssicherheit, Verwaltung. Ja, das ist alles so. Ich hätte ja lieber gerne was, dass wir hier was tun können. Aktuelle Stufe mittel, niedrig, das passt. Rechtliches Risiko. Okay. Und hier bei den Medien sind wir ja ganz schlecht da. Also da müssen wir in Zukunft auf alle Fälle was tun, dass wir dort unterm Radar bleiben. Operationsliste aktualisiert. Ja, Operationsliste ist hier. Interne Ermittlungen. Neue Schwarzmarktmöglichkeiten. Okay. Ich gucke erstmal, was wir haben. Nichts. Nichts haben wir. Das ist schlecht. Vielleicht sollten wir mal die Operation hier nehmen. Komm, wir nehmen das mal. Operation im Gange. Kostet uns 7000, aber ich sag mal so, wenn wir bei einem Produkt 300 verdienen, sind das. Achtung, Personal nimmt Schaden. Nimmt das 5, sind das 25 Produkte? Wo nimmt er den Schaden? Hallo? Da hätte ich gerne mal eine bessere Info. Das wäre echt toll. Achtung, Personal nimmt Schaden. Neues Personal verfügbar. Operation abgeschlossen. Schwarzmarktaufträge aktualisiert. Achtung, Personal nimmt Schaden. Ja, wo denn? Operation abgeschlossen. Therapiemittelproduktion abgeschlossen. Schwarzmarktaufträge aktualisiert. Achtung, Personal nimmt Schaden. Achtung, Personal nimmt Schaden. Ja, wie gesagt, wäre echt cool, wenn du mal. Vielleicht hier? Was war denn mit dem? Achtung, Jetzt ist er weg. Personal nimmt Schaden. Ja, es wäre echt cool, wenn du mal eine Anzeige machen würdest. Wo? Ja, ich kann da hier nicht die ganze Karte. Zombie. Wo ist er denn? Achtung, Personal nimmt Schaden. Ja, toll. Achtung, Ups. Personal nimmt Schaden. Da ist ja noch Achtung, einer. Personal nimmt Schaden. Oh, wow. Warte mal, hier, wir müssen mal einen Chef dazu führen. Eieiei. Eine Arbeitskraft hat gekündigt in ihren Arbeitskreis aus dem Bereich Sicherheit, hat ohne konkreten Grund gekündigt. Wir denken, es könnte daran liegen, dass einige der wenigen schönen Seiten unseres Gewerbes von manchen Arbeitskräften zu belastend sind. Es ist besser so. Siler Peace wird entlassen. Okay. Hier, Chef, kannst du mal gucken gehen? Therapiemittelproduktion abgeschlossen. So, es wurde ein Verdachtsfall von Zombifizierung gemeldet. Das sollten Sie ernst nehmen. Ja, das ist toll. Was sind denn das für Sicherheitskräfte hier? Das ist ja echt der Hammer. Habt ihr den schon weggeräumt hier? Und vor allen Dingen, was fehlt mir jetzt an? Vorsicht, der Raum nimmt Schaden. Ja, komm mal hierher, Chef. Vorsicht. Der Raum nimmt Schaden. Wo? Vorsicht, der Raum nimmt Schaden. Ja, jetzt ist er auch noch gleich dran. Das ist doch. Vorsicht, der Raum nimmt Schaden. Ja, toll. Unfall, Explosion. Können wir das alles ver. Erinnerung, 24 Stunden bis zum nächsten Status-Meeting. Ja, genau. Uns fehlen 150.000. Was Ja. machst denn du hier? Forschung. Hast du nicht irgendwo was zu tun vielleicht?
Vielleicht hier oben? Danke. Ja, das wäre super. So, wie sieht das jetzt hier aus? Sag mal, haben wir denn hier nicht mal ein bisschen Wartung? Ja? Neues Personal verfügbar. Wo rennst denn du hin? Gut, dann rennst du da hin. Dann ist das so. Und die andere, die ist erledigt. Gut. Dann mach das mal. Okay, ich brauche hier auf alle Fälle was für die Wartung. Dann schauen wir mal. B plus. Nehme ich ihn. Einstellen. So, der Raum ist erneuert. Sehr gut. So. Kommandi Kurvi. Rodo. Der Personaltransport ist eingetroffen. Warte mal, der braucht erstmal ein paar Drohnen hier. Staffverdigung. Ja. Okay. Personal ist eingetroffen. Das ist schon mal was. So. Ja, solange das so läuft, naja, gut. Also, ich glaube aber im Moment ist das Spiel für uns ein bisschen gnädig, ne? So, haben wir. Gut, was brauchen wir denn noch? Wo haben wir denn jetzt gelitten in der Verwaltung? Weiß ich nicht. Gesundheit, Ärzte haben wir auf alle Fälle. Vier. Dann müsst man. 1, 2, 3, 4, das passt in der Verwaltung. Zweimal Apotheke. Hm. Ich weiß, was wir für einen Raum noch brauchen. Ich sehe es gerade. Das machen wir mal. Das ist ein ganz spezieller Raum. Personalbehandlung, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, da werden sie wieder... kriegen sie ein bisschen Brainstorming in die andere Richtung. Vergiss, was du gesehen hast. Ja. Wo? Konstruktion abgeschlossen. Ja, sag mal. Wo? Hallo? Der will nicht mehr. Gut. Drohnenexperte 50 Drohnen einsetzen. Na super, haben wir da schön gemacht. Da haben wir schon mal wieder eine Errungenschaft. Sehr schön. Die Gesundheit der Sicherheitskraft ist bedenklich. Da würde ich gerne nochmal wissen, das kannst du nicht erhöhen, ne? Die machen dann einfach den Exitus irgendwann. Dann ist das so. Okay, ich glaube, wir brauchen noch einen Spezialisten für die Wartung. Ich nehme jetzt dich noch mit rein. Ja, und du wirst dich dann kümmern, hoffe ich. So, dann brauche ich, was die Sicherheit angeht, habe ich 4 Leute verwalten. 3 Leute. Da hätte ich gerne... Ich gucke jetzt erstmal Gesundheit. Da haben wir 4 Behandlungszimmer. Wir haben 2 Ärzte, also 2 Apotheken. Und wir brauchen unten noch einen in der Verwaltung. Das heißt, einen muss man da einstellen. So, dann nehme ich schnelle Auffassungsgabe. Tun wir den einstellen. So, dann haben wir hier Forschung. Das haben wir in der Verwaltung ein, das reicht. Wartung haben wir 2, da würde ich gerne eine einstellen. Haben wir keinen mehr. Okay. Sicherheit haben wir 2. Da werde ich jetzt noch 3 einstellen. Pistole. Höhe maximale Gesundheit. Ja, dann kommst du mal mit rein. Ja. Sicherheit. Ja. Okay, dann läuft das. Der Personaltransport ist eingetroffen. Schön, dass die auch hier neues ein bisschen Personal verfügbar. Bisschen zügig mitlaufen und alles machen, dann passt das.
Okay, Sicherheitskraft. Der Personaltransport ist eingetroffen. Ja. Das sind die nächsten Sicherheitskräfte, das ist auch okay. Also die kannst du dann auch später ausrüsten, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde gerne hier Mitarbeiter in der Gesundheit, müssen wir mal gucken, verwalten. Was haben wir denn hier? Die sind okay. Den hier. Wer ist denn das? Wie heißt er denn? Crew Thornton. Crew Thornton. Den müssen wir mal suchen, wo der ist. Okay, da ist jetzt keiner davon. Ups. Crew Thornton, da ist er. Welcher ist es denn von beiden? Ja. Komm mal mit, ne? Komm mal mit. Ich hab was für dich. Komm mal mit. Geh mal hier rein. Geh da mal rein. Ne? Die Maschine sieht ein bisschen aus. Nee, aber ein bisschen vielleicht. Ja, gut, es kann immer ähnlich sein. Ne? Aber so ein bisschen. Mir kommt da so die totale Erinnerung mit dieser Scheibe hier hinten. Aber egal. Gut, dann werden wir das so machen. Ich werde nochmal den Forscher hier nehmen. An was fummelt der denn eigentlich rum? Das würde ich gerne mal wissen. Laufende Forschung, Fortschritt. Forschung abgeschlossen. Und was hast du geforscht? Produktionsoptionen aktualisiert. Ach, das Ding. Aha, dann guck mal einer an. Forschung nicht verfügbar. Wir brauchen 4 davon. Haben wir doch. 6000 Mäuse haben wir vielleicht auch. Ja, gut. So, Mädchen müssten wir irgendwas tun. Mädchen, weiß ich nicht, was wir dagegen tun können. Aber... ja, und mir fehlt Geld. Das Geld ist im Anmarsch, ich habe kein Geld. War denn nicht irgendwas mit Bankkredit hier? Konnten wir denn hier nicht keinen Kredit? Ich will aber einen Kredit haben. Gib mir mal einen Kredit für irgendwas. Hallo? Weiterhin zu Krediten im Lanceville Tab. Na toll. Mittlerer Kredit, großer Kredit. Ich brauche 190. Das sind dann 170, das reicht auch nicht. Was haben wir denn hier? Kredit ist fällig in 2 Tagen, Zinssatz 9%, täglicher Kreditzahlungsbetrag 24.000, Gesamtkosten des Kredites 72.000. Achso, das ist der kleine. Gib mir mal den hier. Das sind 3 Tage, 12%, tägliche Kreditzahlung 37, Gesamtkosten 150. Kann ich beide nehmen? Der ist gesund. Was, den sollen wir recyceln? Nee. Recyceln ist auch gut. Cool. Also das ist den, den wir gerade hier in unsere Anlage geschickt haben. Ja. Ist er das hier? Ja, und das ist super. Jetzt wäre es noch irgendwie cool, wenn du vielleicht irgendwo dich nochmal hier nützlich machst. Da bist du nicht angebracht. Wir gucken mal. Wo können wir dich denn einsetzen? Wo haben wir denn gerade? Da ist auch nichts. Haben wir denn hier nicht noch eine Apotheke? Nö, haben wir nicht. Hier unten haben wir doch vielleicht was, oder? Dann gehst du mal dahin, ne? So, und ich gucke derweil mal, ob wir hier... oh, wow, was heißt? Nein! Sie haben nicht genug Geld, um bereits einen Kredit aufgenommen. Der Vorstand von Answell stuft Sie als der Marke Answell nicht würdig ein. Meeting beenden. Na, Halleluja! Sie haben die erforderlichen Franchise-Gebühren nicht bezahlt. Die Answell-Zentrale benötigt Ihre Dienste nicht länger. Also wir müssen schneller in den Underground-Sektor gehen. Wir haben nicht mal hier eine Phase 1 irgendwo geschafft. Ja, Ihre Kampagne ist beendet. Also ist schon nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Also ganz so auf, jetzt auf massiv auf die Arztpraxen setzen, das bringt es halt nicht. Das ist auch nicht, glaube ich, das Spielziel. Man muss wirklich dann in den negativen Bereich, also im Untergrund da agieren. Aber ja, was willst du machen, ne? So, 1 von 10 haben wir. Was haben wir denn? 50 Drohnen haben wir hier verwendet, ne? Genau, das haben wir von uns freigeschaltet. Ja, okay. Aber ich finde es auch heftig, was die hier machen musst. Hier, was war es? 5 Gorillas? Also 5 Waffen-Dings da, fähiges Zeug. Fand ich schon. Nee, warte mal, machen wir zurück. Vorteil kaufen. Ah. Drohnen werden doppelt so schnell hergestellt. Ich glaube, das braucht man nicht. Die Wartung läuft eigentlich. Ne?
Ja gut, irgendwann müssen die auch schlafen. Ne? Vorteilspunkte haben wir nicht. Franchise Handbuch, Einträge 0 von 5. Ja, dann ist es so, ne? Ja, das nächste hätten wir auf alle Fälle trotzdem freigeschaltet. Ne? An der Spitze der Nahrungskette. Was müssen wir denn da machen? Die Kampagne spielt im Finanzviertel Blindspots, ist im Untergrund stark vertreten. Viel Glück. Oh, da könnten wir vielleicht sogar ein Hochhaus haben, ne? Vorteile freigeschaltet, 0. Ja, können wir uns nächste Folge mal anschauen. Bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es gefällt. Wenn, dann gerne ein Däumchen da lassen, Kommentar, wie ihr das Spiel findet. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.